weil diese Handelspolitik der EU total intransparent ist. Und das hat sich für einen kurzen Moment geändert, in dem Moment, in dem wir alle fleißig protestiert haben gegen TTIP. Das hat aber nicht dazu geführt, dass grundsätzlich etwas anders geworden ist. Bei allen anderen Handelsabkommen, die die EU gerade verhandelt, geht sie genauso intransparent vor, wie sie das am Anfang der TTIP-Debatte und eigentlich die ganzen Verhandlungen des CETA-Abkommens mit Kanada über auch gemacht hat. Das ist bei Japan so, es ist aber auch so, dass die EU gerade noch ein Handelsabkommen mit Indien verhandelt, über das wir auch nicht viel mitkriegen. Also auch gerade du, der du ja aktiv daran arbeitest, dich mit Freihandelsabkommen auseinanderzusetzen, aus zivilgesellschaftlicher Sichtweise, kommst da nicht ran? Ich weiß, dass es das gibt. Ich kann mir ein paar eher propagandistisch orientierte Dokumente auf der Homepage der EU herunterladen. Aber die eigentlichen Verhandlungstexte sind wie immer streng geheim. Und das, was wir jetzt gerade durch die deutsche Presse wandern haben sehen, sind mal wieder Leaks, wo ein Kollege von der Organisation PowerShift in Berlin an Texte aus diesem Abkommen rangekommen ist, die er eigentlich nicht hätte haben dürfen und damit dann zur Taz gegangen ist, damit die das veröffentlichen. Also hat man jetzt einen gewissen Einblick bekommen. Soweit ich jetzt in der kurzen Recherche rausfinden konnte, geht es ja da vor allem wieder mal darum, EU-Agrarprodukte auch nach Japan zu exportieren, wo Japan bisher immer sehr gut gemauert hat. Wie passt sich das ein? Die EU führt eine sehr exportorientierte Agrarpolitik. Das ist das explizite Ziel der EU-Kommission, möglichst viel auch Agrarprodukte zu exportieren. Das funktioniert natürlich nur, solange unsere Bauern hier einen weltmarktfähigen Preis bekommen. Das heißt, einen tendenziell eher zu niedrigen Preis für die meisten der Landwirte in Europa. Aber damit kann man exportieren und das Außenhandelsbilanz der EU stärken. Das ist die Politik von EU-Kommissar Hogan und eigentlich der ganzen Kommission auch schon über lange, lange Zeit. Wenn wir uns zurückerinnern an die letzte intensive Auseinandersetzung über den Milchpreis, dann war eine Antwort von Kommissar Hogan, dass er sagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir mehr Milch nach China und Südamerika exportieren. Und da passt es einfach super rein, dass wir jetzt auch mehr nach Japan exportieren wollen. Die Japaner haben einen relativ abgeschlossenen Agrarmarkt, insbesondere in dem Bereich des Reisanbaus und auch eine sehr viele noch relativ klein strukturierte Reisbauern, also sehr kleine Betriebe, häufig allerdings geführt von eher alten Leuten. Die Japaner haben überhaupt keine Lust, ihre Selbstversorgung bei Reis zu verlieren, indem sie ihren Agrarmarkt besser in den Weltmarkt integrieren. Das ist einer der zentralen Konfliktpunkte mit den Japanern. Und dagegen sprechen ja immer die ganzen EU-Kommissare oder viele Leute vom Freihandelsvertreter davon, dass man den Welthandel für Agrarprodukte öffnen muss, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Ja, aber das ist eigentlich Blödsinn. Ja. Also das kann ich jetzt bei Radio Lora auch in dieser Direktheit sagen. Wir werden nicht die Welt mit deutschen oder europäischen Agrarprodukten ernähren, sondern wir werden dann die Welt ernähren, wenn die Menschen in anderen Ländern, in denen die heute hungern, in der Lage sind, ihre eigenen Rechte auf Land und auf Nahrung durchzusetzen. Die Leute hungern ja nicht, weil es auf der Welt zu wenig Essen gibt, sondern die hungern, weil sie zu arm sind oder zu marginalisiert sind, um selber Zugang zu Essen zu haben oder gar Zugang zu Produktionsmitteln, mit denen sie Essen produzieren könnten. Also einfach schon fruchtbarer Boden ist solch ein Produktionsmittel, könnte man sagen. Ja, wenn die EU etwas dafür tun wollen würde, dass die Menschen weniger hungern in anderen Ländern, in Afrika zum Beispiel oder in Südamerika, dann sollte sie versuchen zu verhindern, dass europäische oder auch arabische und asiatische Konzerne in Afrika in 100.000 Hektar Größenordnung Land kaufen und alle Leute, die dort bisher leben, vertreiben. Und bei unserem Freihandelsabkommen mit Japan, das bilateral ablaufen soll zwischen der EU und Japan eben, stehen ja noch andere Punkte auf dem Programm. Ist das Ganze denn so skandalös oder beziehungsweise wird es dann auch bald so heiß aufgekocht wie TTIP und CETA oder wird es einfach weiterhin so still bleiben, weil es auch gar nicht so bedeutsam ist?
Also das ist schon bedeutsam, weil Japan eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt ist und auch der Handel zwischen Europa und Japan relativ groß ist. Und es gibt zwei Dinge, die in diesem Abkommen mit der EU und Japan wirklich skandalös sind, wenn man sich diese Leaks jetzt anschaut. Das eine ist, dass wir hier wieder die Schiedsgerichte drin haben, die Investor-Staat-Klagen auf indirekte Enteignung verhandeln sollen. Und diese Schiedsgerichte, die wir in diesem Abkommen mit Japan finden, also in einem Abkommen, das noch nicht einmal fertig verhandelt ist, sind total so, wie wir es am Anfang der TTIP-Debatte immer gesagt haben, dass es nicht kommen darf, so wie wir es in vielen alten Abkommen mit Dritte Weltländern haben oder in dem Energiechartervertrag, wo total intransparent drei Anwälte entscheiden, wo es keine Berufungsinstanz gibt und so weiter und so fort. Ganz viele von diesen Dingen haben ja zu der großen Auseinandersetzung um TTIP geführt. Wenn ich mir anschaue, was die EU-Kommission in den letzten Jahren gemacht hat, dann hören wir immer wieder, ja, wir haben das reformiert, wir haben das verbessert, schaut euch den CETA-Vertrag an, da gibt es jetzt eine Berufungsinstanz und so weiter und so fort. In dem Moment, in dem wir nicht genau hinschauen und die im Geheimen einen so einen Vertrag verhandeln können, machen sie genau den alten Scheiß wieder. Und das ist eigentlich ein Skandal. Und das ist wirklich eine interessante Frage, wie sich eigentlich das Europäische Parlament und insbesondere auch die sozialdemokratische Fraktion im Parlament jetzt verhält, die ja immer gesagt hat, wir stimmen dem CETA-Vertrag nur zu, weil er so viel besser ist als viele alte Verträge. Wenn wir jetzt diesen neuen, noch neueren Vertrag mit Japan sehen und sehen, der ist eigentlich schlechter als CETA, der ist mindestens genauso schlecht wie die ganzen alten Verträge, dann haben wir da so ein bisschen eine Konfliktlinie, die wirklich interessant wird. Und das Zweite, was vergleichsweise skandalös ist, ist die Auseinandersetzung um die regulatorische Kooperation. Wer sich ein bisschen erinnert an die Debatte um TTIP und CETA, regulatorische Kooperation war ein System, in dem die EU-Kommission den Nordamerikanern erlauben wollte, bei uns in der Gesetzgebung mitzuwirken und im Gegensatz natürlich auch selbst bei der Gesetzgebung bei den Nordamerikanern mitwirken wollte. In CETA hat man nun eine Regel gemacht, die sagt, ja, das machen wir, aber im Grunde machen wir es immer freiwillig. Wer nicht mitmachen will bei einem bestimmten Punkt, der soll nicht mitmachen. In dem System mit Japan ist jetzt wieder das drin, was wir am Anfang bei TTIP in den Leaks hatten und wo wir uns immer extrem krass dagegen gewehrt haben, nämlich eine verbindliche regulatorische Kooperation. Und das ist natürlich auch wieder ein Punkt, wo man sagen will, eigentlich darf das Europäische Parlament dem nicht zustimmen, wenn es das ernst nimmt, was es bei CETA und TTIP immer gesagt hat. Für mich hier im Umweltinstitut und auch für die Kollegen in Berlin, die das jetzt geleakt haben, ist eigentlich völlig klar, dass auch das, was in CETA drin steht, völlig unzureichend und überhaupt nicht gut ist. Aber was wir hier merken, ist eine unglaubliche Heuchelei seitens der EU-Kommission und im Endeffekt auch seitens der Bundesregierung, weil wir ziemlich genau wissen, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten in den ganzen Prozess eng eingebunden sind. Also die heucheln uns was vor in dem Sinne, dass sie uns auf der einen Seite verkaufen wollen, dass sie Bedenken der Bürger wahrnehmen und auf der anderen Seite diese Bedenken dann bei der nächsten Gelegenheit wieder unter den Tisch fallen lassen und ihre Verträge wieder auf alte Weise machen. Und ich bin da auch wirklich gespannt, was da jetzt passiert mit dem Vertrag mit Japan. Aber wir können auch einmal gespannt sein, was passieren wird mit dem Vertrag, den sie gerade mit Indien verhandeln, weil die Inder eigentlich selbst keine so großen Fans sind von diesem Investitionsschutzsystem und selbst auch Reformvorschläge an diesem System gemacht haben, die anders sind als die der EU-Kommission, auch nicht weitgehend genug. Aber das wird nochmal eine interessante Frage, weil dann ein Punkt kommt, an dem die EU-Kommission nicht sagen kann, ja, aber die Japaner oder ja, aber die Amerikaner, die wollen unbedingt das alte System haben. Und ich vermute, dass sich dann zeigen wird, dass die EU-Kommission eigentlich von diesem neuen System, das sie selber erfunden haben, gar nicht so überzeugt ist, sondern dass sie das nur gemacht haben, um uns einzulullen. Spätestens, wenn wir die ersten Leaks aus dem Vertrag mit Indien kriegen, merken wir das. Dann werden wir mal schauen und gespannt bleiben. Du hast ja die Kampagne groß angeführt, Stopp TTIP. Wie hat sich denn jetzt die Stimmung gewandelt, seitdem Trump da ist und plötzlich jemand, den keiner richtig sympathisch findet, für das eigentliche gemeinsame Ziel ist und TTIP gestoppt hat? Wir haben jetzt am kommenden Wochenende in Kassel nochmal eine
Strategiekonferenz, wo sich Leute aus den ganzen Organisationen treffen und auch aus den lokalen Bündnissen, die wir in Deutschland, auch gerade insbesondere in Bayern überall verteilt haben, um im Endeffekt genau über diese Frage zu sprechen, wie es jetzt weitergeht. Weil was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Riesenbewegung aufgebaut. Wir haben relativ viel geschafft, auch zum ersten Mal so eine paneuropäische Bürgerbewegung gemacht. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dann war die Luft raus. Innerhalb von einem halben Jahr zurückdenkt, vor einem halben Jahr waren die großen Demos, über 300.000 Leute in Deutschland auf der Straße, nochmal ein paar 10.000 mehr in Österreich, noch ein paar 10.000 in Spanien und so weiter. Dann war dieser Fall mit Belgien, mit Herrn Magnette in der Wallonie. Und dann kam Trump und das war ziemlich in der Öffentlichkeit. Eigentlich hat man das Gefühl, ziemlich ist die Luft raus. Ich vermute, dass das darauf hinausläuft, dass wir jetzt erst einmal einfach eine Pause machen, weil wir die Pause auch brauchen und auch verdient haben. Wenn ich mir überlege, wie oft die Leute auf Demos gegangen sind gegen TTIP in den letzten Jahren, dass wir aber in dem Moment, in dem die Bundesregierung dann das Gesetz vorlegt, mit dem sie CETA ratifizieren möchte in Deutschland, wieder da sind, weil wir dann auch wieder da sein müssen, weil wir dann nochmal eine Chance haben, in Deutschland auch ganz konkret die CETA-Ratifizierung zu verhindern. Das wäre so meine Prognose. Machen wir einfach erstmal Pause, das haben wir uns verdient.